Hallo? Willkommen, willkommen, willkommen. Ich versuche jetzt mal den hier auszurauben. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ich muss unbedingt das Schlösserknacken holen. Verdammt. Was wolltest du darin, hä? Okay. Ist hier noch auch irgendjemand? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Im Turm vielleicht gefangen? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Gucken wir mal, wo wir jemanden im Turm finden. Das ist eine schlimme Sache. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Er hat auf die falschen Leute gehört. Hä? So, dann können wir in dem Turm mal rein. Man erzählt sich ja so einiges. Man muss eben aufpassen, was mir hatte das nicht. Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Ich kann das nicht mehr. Da war auch nix. Dann kann es ja nur der Turm sein, oder? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Da geht's auch nicht rein. Vielleicht einer der Wachtürme? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Verdammt. Oder ist das hier einer von den Türmen?
Da geht's auch nicht rein. Verdammt. Okay, ich weiß nicht, welcher Turm das ist. Verdammt. Salandriels Tränke. Okay. Gibt wohl nix. Höhö, räumen wir ihn leer. Da ist nichts mehr drin. Ich brauch unbedingt. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Was hattest du denn da drin zu suchen, hä? Hey du, was schleichst du da rum? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das höre ich zum ersten Mal. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Davon lasse ich lieber die Finger. Was du nicht sagst. Ich habe da meine eigene Meinung. Der erzähle ich gar nichts mehr. Die Probleme habe ich kommen sehen. Einfach zu viel. Es war genau so, wie du sagst. Das weiß doch inzwischen jeder. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Er sollte lieber den Mund halten. Das höre ich zum ersten Mal.
Und es wird noch viel schlimmer. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Das ist ja schrecklich. Ich wäre mir da nicht so sicher. Der erzähle ich gar nichts mehr. Das höre ich zum ersten Mal. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Hey, du! Wer sind... Du glaub... Hey! Ich wäre mir da nicht so sicher. Genau. Wir können nur abwarten. Meinst du, mir geht es besser? Wenn das nicht sieht, kann ich mir auch nicht mehr helfen. Glaubst du wirklich daran? Wird sich das jemals ändern? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Wird sich das jemals ändern? Das ist eine schlimme Sache. Das ist doch alles nur Gerede. Ich erzähl dir doch nichts Neues. Das ist doch alles nur Gerede. Von mir erfährt keiner was. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ich hab was anderes gehört. Ich hab was anderes gehört. Das ist doch alles nur Gerede. Ist ja besser. Ist das wirklich? Ich hätte das anders gemacht. Glaubst du wirklich daran? Musst du es ja besser. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts. Ich hätte das anders gemacht.
Sag mir nicht, dass du das nicht gewusst hast. Das ist eine schlimme Sache. Ich habe was anderes gehört. Wer sagt denn sowas? Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ich habe mir das schon gedacht. Wirklich? Das ist ja interessant. Meine Meinung will ja keiner hören. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Hau bloß ab! Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Das ist eine schlimme Sache. Ich das war doch klar. Ich würde das nicht erlauben. Das ich glaube da nicht dran. Man darf das nicht erlauben. Das wundert mich nicht. Er sollte lieber den Mund halten. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich glaube da nicht dran. Ist das wirklich wahr? Hey, du! Erzähl ich gar nichts mehr. Wirklich, ich habe es selbst erlebt. Ach, erzähl mir nicht sowas. Er sollte lieber den Mund halten. Das weiß doch inzwischen jeder. Thank you.
Jetzt bist du dran. Das hast du. Ich mach dich fertig. Jetzt bist du dran. Jetzt bist du dran. Hey, du! Das ist ja interessant, was du nicht sagst. Der erzähle ich gar nichts mehr. Er erzählt alles weiter. Oh Gott, warum habe ich die ganze Zeit den Ton wir aus? Übernachten. Es sind Also, wir laufen jetzt zum Novizen und fragen den mal, ob er uns zu den Feuermagiern bringen kann. Ulf. Bring mich. Vergiss es. Wenn ich an diese ganzen Blutfliegen. Außerdem kannst. Warum nicht? Der Zugang ist nur den Magiern.
Wie kann ich Novize werden? Wenn ein Mann den Tiefen... Hey, sag mir einfach... Du brauchst die Gaben. Ein Schaf und 1000 Goldstücke. Da du auch von den Bauern... Da... Okay. Reisen wir einmal zum Großbauern. Das kriegen wir ja schon hin. Machst du Zeit? Cypher hat mir erzählt, ihm wäre ein paar... Hast du was damit? Nein. Wo? Was weiß? Ich prügel es aus. Entspann dich. Hier, nimm es. Es gibt doch nur noch mehr Ärger. Wo? Was weiß? Das hätte er auch selbst wissen können. Okay. Cypher. Wo bist du? Hey, du. Ich hätte das nicht. Das war doch klar. Wegen. Hier hast du ein paar Stängel. Ach, du bist mein Mann. Meine Stimme. Ich. Wer? Nein. Dieser Dreck. Hinterm Küchen. Ich mach. Noch mehr Ärger kann doch nicht sein, entscheiden. Du hast das? Ja. Yeah. Ich schätze... Das geht der kleine Penner auch an. Zeig. Klar. Es gibt doch nur noch mehr. Das habe ich dir auch immer noch. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Warte mal. Kameradenschwein! Du hast Zeit. Ich werde den Teufel... Wo? Was war's? Tja. Man soll da halt gegen mich sein, da habe ich jetzt auch kein Problem mit. Es kommt nur auf die Kraft an. Also komm mir nicht. Ich kann das nicht glauben. Das ist kein Geheimnis. Ich habe mir das schon gedacht. Er hat auf die falschen Leute. Ich hätte das anders gemacht. Wir haben ihn natürlich doch. Bei ihm können wir ein Schaf kaufen. Und hier unten wollte ich noch mal gucken wegen Dingenskirchen. Dem Typen da. Ist der tot? Vom Schlösserknacken verstehe ich nichts.
Oh, noch einer. Okay. Nice. Kleine Runde Loot gezogen. Aber ist Velja da von oben runtergefallen? Sie ist weg. Oh. Bis Mitternacht pennen? Der ist weg. Oh. So. Dann kaufen wir jetzt mal ein Schaf. So, und dann könnten wir mit Xadras sprechen. Oder ist er vielleicht da oben der Jäger? Gott. Nice. Oh, wer ist das? Ist es Koangar? Was ist denn ein Schratschspeer? Uff.
Verdammt. Ah, okay. Hilfe. Okay. Hey. Hier ist gut. Sag ihr einfach, sie soll dir folgen. Hallo. Komm. Da ist wieder eins. Oh oh. Funktioniert denn der Teleporter dann? Mit dem Schaf? Nö. Okay. Habe ich hier eigentlich? Okay. Dann bringen wir jetzt mal das Schaf weg. Ich kann das aber auch nicht tragen, ne? Naja. Wir haben es hier mit. Das ist unser Geschäft. Jeden Tag lachen. Wird. Mach, dass du weiter. Er weiß ja nicht mal, wie er ein Schwert hält. Ich werde mich.
So. Okay. Alter, das mit dem Schaf dauert ja echt. Ich habe so etwas keine Zeit. Ist das wirklich wahr? So. Ich will noch mal eben gucken, ob im Stream alles gut läuft. Das sieht gut aus. Sauber. Okay, weiter geht's. Schaf da. So. Sind wir endlich wieder in der Hafenstadt? Ich bin Noviz. Ich habe die drei. Wir Novizen. Wir die. Oder muss ich hinten mit Connor reden? Ich glaube da nicht dran.
doch inzwischen wieder. Ups. Ja, bitte. Raus mit dir. Geht doch. Logisch. Falsche Abteilung. Ich wollte eigentlich hier hinten in das Schlafhaus. Schlimme Zeiten sind das. Ich will mal eben noch ein paar Schwerter herstellen. Wie viele Klingen habe ich? Uff. Ein paar. Das weiß doch inzwischen jeder. Und er erwählte den Menschen. Und Enos sprach zu ihm, und der Mensch ward ihm untertan. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Meinst du, mir geht es besser? Wir können nur abwarten. Da ich bin. Hey. Ich war gut. So. Nice. So habe ich jetzt ein bisschen Gold für den Spaß. Der Zorn der Götter. Glaubst du wirklich? War mit ihm. Er sagt was. Und der Mensch erschlug das Tier. So wie du sagst. Und es ging ein in Belias. Ist doch. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ach, das ist nicht so was. So. So, jetzt müssen wir andauernd auf das Viech wieder warten. Oh, da ist noch was. Dann laufen wir hier lang.
Wo ist das Schaf? Ah. So, dann speichern wir immer erst nach großen Abständen. Wer ist das? Hey! Isagrod. Innos zum Gruß. Was kann ich für dich tun, Wanderer? Wohin komme ich, wenn ich diesen Weg weitergehe? Der Weg führt zum Kloster der Feuermagier. Doch der Zutritt ist nur den Dienern Innos gestattet. Und wenn du als Novize im Kloster aufgenommen werden willst, musst du ein Schaf mitbringen. Und 1000 Goldstücke. Was machst du hier? Ich bin ein Magier des Feuers, ein Priester unseres Gottes Innos. Dieser Schrein ist ihm, dem obersten Gott, dem Schöpfer des Feuers und Herrn der Gerichtsbarkeit geweiht. Zu mir kommen die Menschen und für eine kleine Spende. Jo, dann zeig mir mal die Ware. Nice. Möge ihn. Guten Abend. Soweit an sich ganz gut. Nur heute übelst müde. War ein sehr anstrengender Tag. Und bei dir so? Willkommen beim Kloster Innos, Fremder. Ich bin Bruder Pedro, ein demütiger Diener Innos und Wächter der Pforte des heiligen Klosters. Was ist da? Erzähl mir vom Leben. Wir leben im Kloster, um Innos zu dienen. Wir Novizen verrichten die Arbeiten und wenn wir die Gelegenheit bekommen, studieren wir die Schriften. Die Magier wachen über uns und sie erforschen die Künste der Magie. Naja. Ist halt ein Montag, ne? Da ist man immer so ein bisschen durch. Und du kommst gut voran, wie ich sehe. Ja. Ich bin nur viel zu schwach. Ich bin jetzt gerade Level 7 geworden und müsste eigentlich viel mehr Schaden machen. Also, ich denke mal, dass ich echt noch lange brauchen werde, bis ich mich einer Gemeinschaft anschließen werde. Ich will ins Kloster. Es ist nur den Dienern Inner. Wenn du zu Innos beten willst, dann such. Was muss ich tun, um im Kloster aufgenommen zu werden? Wenn du in die Gemeinschaft Innos aufgenommen. Außerdem verlangen wir von jedem neuen Novizen die Gaben an Innos. Ein Schaf und 1000 Goldstücke. Das ist verdammt viel Gold. Es ist. Und bedenke, die Entscheidung, ein Diener Innos zu sein, kannst du nicht mehr rückgängig machen. Okay, dann gucken wir doch mal. Welche Regeln habt ihr euch auferlegt?
Innos ist der Gott der Wahrheit oh, ja. und des Gesetzes. Daher dürfen wir niemals lügen oder ein Verbrechen begehen. Solltest du dich an einem Bruder der Gemeinschaft oder an unserem Eigentum vergehen, so wirst du eine Strafe dafür bezahlen. Innos ist ebenso der Gott der Herrschaft und des Feuers. Als Novize hast du allen Magiern des Feuers Gehorsam und Respekt entgegenzubringen. Aha. Ferner ist es die Pflicht der Novizen, alle Arbeiten im Kloster zum Wohle der Gemeinschaft zu erledigen. Wenn du bereit bist, diese Regeln zu befolgen und die Gaben an Innos hast, sind wir gewillt, dich als Novizen in unser Kloster aufzunehmen. Also was ich gerne bei allen möglichen Games ist, oder was ich da gerne mache, ist, ich spiele die ganze Nebenmission, dann mache ich eine Hauptmission, dann gucke ich, ob es wieder Nebenmission gibt, dann mache ich eine Hauptmission, dann mache ich Nebenmission, Hauptmission, Nebenmission, Hauptmission. Also so ziehe ich mir die Spiele in Länge. Ich sehe, du bringst die nötigen Gaben mit. Doch wenn du diese entscheiden... Ich komme wie... Na. Oh. Weg mit der Waffe! Du bist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Dann musst du leider hier warten, Liesel. Also das war auch richtig, richtig schlimm in... wie heißt es gleich noch? In Skyrim. Ich glaube, ich habe da irgendwie 120 Stunden gespielt und habe nur so weit gespielt, dass ich die Drachenaura bekomme, bevor ich überhaupt weitergespielt habe oder irgendwas gemacht habe. Und dann habe ich nur noch Nebenmissionen gemacht. Also, das hat sich übelst in die Länge gezogen. Skyrim hat mich auch erschlagen, vor allem in der 360-Version Anfang mit der Portion geendet. Ja, ich habe nur auf dem PC gespielt. Oh. Und irgendwann dann immer mehr Mods und so weiter reingehauen. Und dann mehr und mehr einzelne Mods. Und dann die DLCs dazu gespielt irgendwann. Also, ja. Das war schon nice. Ja, das kann ich sagen, das vermisse ich wirklich bei Starfield. Da war irgendwie nach dem Durchspielen die Lust echt raus. Weil mir da echt hart das Erkunden gefehlt hat. Oh. Ja.
aber auch vorher. Also, ich habe mich da sehr auf das Spiel gefreut. Und, ach, wie kann man das gut beschreiben? Ja, mein Pile of Shame ist auch riesig, aber bei Starfield, das war irgendwie sehr komisch. Ich kann es noch nicht mal genau erklären. Aber ich hätte es gern noch viel mehr erkunden gehabt, als das, was es jetzt ist. Ein random Planet, wo nichts drauf ist, irgendwas random generiertes und das war's. Also, ja, das fehlt mir. Du brauchst nur, aber wenn du ihn zu stark oder je geschickt hast. Wenn ich nur. Genau so, wie du sagst. Ja, also. Von meiner Seite aus gibt es dahingehend zwei Kreditpunkte. Zum einen, dass sie immer noch Wert auf ihre alte Engine gesetzt haben. Die zwar echt cool an einigen Stellen rüberkommt, aber ich glaube, mit dem Spiel sowas von hart an seine Grenzen gekommen ist, das wäre besser gewesen, hätten sie das vor 10 Jahren rausgebracht. Und ja, da hätten sie echt was Neues machen müssen. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Wo hast du das denn schon wieder her? Er arbeitet auf dem Wasserhaus. Meine Meinung will ja keiner hören. Das ist ja schrecklich. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Fallout 5 und Tess auf jeden Fall. Da freue ich mich drauf. Vielleicht machen die da wirklich mal endlich eine neue Halt! Engine oder Hörst sowas. Oh ja. Was war das? Dankeschön. Nein, 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 nein. Oh, Gott sei Dank. Dankeschön, das freut mich sehr. Aber das Schlimmste ist, kennst du den Steam Calculator? War keine große Sache. Wer ist Karl? Ach, der Schmied. Das habe ich schon immer gesagt. Also den Steam Calculator von der Steam DB. Das ist sehr enttäuschend, kann ich dir sagen. Warte, das kann ich dir mal eben zeigen.
Wo war das denn hier? Irgendwo stand... Irgendwo gab es hier eine Übersicht. Ey. Wie viele Spiele man... Oh, gibt es... Wo dann steht, wie viele Spiele man nicht gespielt hat. Ah, Never Played. 250 Spiele. Aus der Datenbank. Das ist wirklich... Aber es sind dann so ganz viel Humble Bumble, muss ich sagen. Ja, zum Teil ist es auch Unsinn, zum anderen Teil ist es wirklich auch zwischendurch sowas wie, einfach so ein Bundle gekauft und dann hast du da auch 50 Spiele drin. Oh, nö, so sieht das bei mir nicht aus. Ein Spiel, das ich bisher nicht angepackt habe. Oh, danke schön. Diese blöde NCXT-Karte. So. Und guten Abend, Zuschauer, und danke für die Info. Ja, aber das ist halt auch ein... 13 Jahre altes Spiel. Über 13 Jahre alter Account. Also deswegen. Ich würde mal gern wissen, was ich als erstes gekauft habe. Was hast du hier zu suchen? Auf jeden Fall. Ach, das sind so... coole Spiele dabei, wie... Warte, was können wir denn hier einfach mal nehmen? Was habe ich denn hier? Garry's Mod zum Beispiel habe ich nur 2,5 Stunden gespielt. Das ist vielleicht... Oh, ich habe Life is Strange. Habe ich denn hier was?
Ah, hier, ungespielt. 112 Operator. Ja, das sind halt also Spiele, die sind hier einfach aufgetaucht. Und ganz viele sind halt wirklich von Amazon zum Beispiel. Ach, Fallout 76 habe ich definitiv gespielt. Farm Manager. So, ne? Das sind sehr viele Sachen dabei. Ja. The Widget habe ich auch, Alter. Ja. Aber Ark habe ich gespielt. Zwölf Stunden. So, also ne, das ist halt so, ja. Es gab auch so Punkte wie, einige Spiele sind, Rings of Saturn, ja. Einige Spiele habe ich, auch nur gekauft. Weil das Bundle. Was hast du hier zu suchen? Nimm die Finger weg da! Okay, lassen wir lieber. Was hast du hier zu suchen? Tschüss. Kluges Kerlchen. Na bitte, geht doch. Okay, dann schlafen wir noch mal eine Runde. Außer wir treffen hier Zurius. Bürger. Rengar. Nö. Hier, wie heißt das gleich noch? Genau, die Packs waren dann halt günstiger, weil der Prozentsatz an Rabatt höher war. Und dann hast du dir halt mal eben, ich wollte Tomb Raider den Remake 2 spielen oder sowas. Und die Complete Edition war günstiger, als würdest du dir das einzelne Spiel kaufen, weil das nicht rabattiert war, aber die Complete Edition. Und dann kriegst du halt irgendwie 6 Spiele. Aber das ist jetzt nur ein Beispiel gewesen. Baldram. Zuris. Zeig, er erzählt alles weiter. Haben wir hier noch Schlafen? Das darfst du keinem erzählen. Oh. Zeig mir. Der erzähle ich gar nichts mehr. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Schlimmer. Ja. Aber naja. Noch schlimmer wird das, wenn du alle alle Sachen in GOG kombinierst. Da kannst du nämlich auch noch sowas wie Epic, Good Old Games, also GOG und PlayStation und integrieren. Und ich habe ja auch noch Spiele beim Ubisoft Launcher und EA Launcher habe ich auch noch Spiele. Also warte mal, ich kann das auch noch mal zeigen.
GeoGalaxy heißt das genau. So. Wo könnte man das nochmal sehen? Alle Spiele? 789. Aktuelle Übersicht war das, glaube ich. Aber das braucht halt ewig, um richtig zu laden und. Ja. Nur das synchronisiert sich gerade nicht so ganz. Oh. Ja, aber das ist halt etwas, wo man auch völlig durchdrehen kann, wenn man will. Oh, die Classic Resi Collection, das ist nice. Aber das hat mal funktioniert bei Galaxy, dass der da noch bedeutend mehr angezeigt hat. Und Gronkh hatte letztens irgendwas, womit du noch bessere Sachen anzeigen kannst. Ich weiß gerade aber nicht, wie das heißt. Moment. Ich glaube, ich habe das noch auf dem Handy. Playneed. Damit kannst du wirklich alles einbinden, was du hast. Und was cool ist, ist auch, dass du da Emulatoren hinterlegen kannst mit ROMs. Und dann hast du alles über eine Übersicht. Was suchst du hier? Geh! Na bitte, geht doch. Kluges Kerlchen. Hoppala. Also, warte. Das heißt Play und dann N-I-T-E. Und der grabt sich wirklich alles automatisch. Du kannst da die Libraries drinne importieren und dann kannst du wirklich machen, was du willst. Und wenn du dann auch noch Arch dazu nimmst, kannst du, glaube ich, sogar noch
Achievements für ROMs integrieren. Also für deine Emulatoren. Das ist auch ganz cool. Das habe ich nämlich damals für meine Retro Station eingerichtet. Und dann konntest du in Super Mario 64, ich glaube, 128 Achievements bekommen oder noch mehr. Das war ganz lustig. Kluges Kerlchen. Ja. Kluges Kerlchen. Oh ja. Oh ja, ich habe noch was vorbereitet. Und zwar, ich habe gestern noch einen coolen Sound gefunden. Wo habe ich es hier? Das fand ich ganz lustig. Also, das hier ist das Follower-Event. Verdammt sein wirst du, stinkender Moderteppich. Und das hier ist Subscriber. Dass sie einen wie dich hier reingelassen haben, ist schon ewig nicht mehr vorgekommen. Das fand ich ganz lustig. Also, kann ich nur empfehlen. Ein paar Dietriche wären hilfreich. 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 Spiel. Was hast du? Was hast du hier? Gut, dass du es sagst. Eigentlich wollte ich das aushaben. Kluges Kerlchen. Na bitte, geht doch. Ja, da muss man irgendwie durchsteigen. Aber ja, das funktioniert eigentlich recht gut, glaube ich sogar. Bis jetzt wurde ich noch nie von meinen Begleitern angegriffen. Ah, okay. Was war
inzwischen jeder. Hey, du. Das ist mal wieder typisch. Zeig mal. Schlimme Zeiten sind das. Was du nicht sagst. Er sollte lieber den Mund halten. Und es wird noch viel schlimmer. Das darfst du keinem erzählen. Hey. Das habe ich schon immer gesagt. Oh. Er redet einfach zu viel. Ich glaube da nicht dran. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Er redet einfach zu viel. Ja, raus mit dir. Das habe ich schon immer gesagt. Ich lieber die Finger. Ehrlich, ich hab... Ja, raus mit dir! Geht doch. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Das ist ja schrecklich. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Raus! Ja, raus mit dir! Geht doch. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Ich hab was anderes. Ich glaube da nicht dran. Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Ich glaube da nicht dran. Das ist mal wieder typisch. Er sollte lieber den Mund halten. Oh Gott. Was du nicht sagst. Oh ja, dachte ich mir auch gerade. Nice, nice. Dass das auch noch so gut geklappt hat, ey. Kluges Kerlchen. Ja, raus mit dir. Zeig. Okay. So, dann gehen wir nach unten zu... Ah, wie hieß der noch? Ich hab... Der Markt ist hier... Auch... Okay, gibt's keine neue Option. Hier, wie heißt der unten? Der von der Kneipe. Ja. Keine Ahnung. So. Ich glaube da nicht dran. Er erzählt alles weiter. Der erzählt gar nicht. Das ist ja interessant. Cardiff. Ich brauche gehört. Was du nicht sagst, das ist doch kein Geheimnis mehr. Der Job ist gut gelaufen, aber über meinen Auftraggeber. Okay. Ich versuch's, ich komm nur nicht weiter. Was du nicht sagst. Noch mehr Ärger kann ich nicht. Einige Probleme. Und es wird so viel schlimmer. Er sollte lieber den Mund halten. Was du nicht sagst, er arbeitet nicht. Das ist mal wieder typisch. Wir können auch mal hier nochmal mit Lema sprechen. Der muss die Arbeit ja nicht mit eigenen Augen sehen. Das habe ich schon immer gesagt. Das ist ja schrecklich. So wie... Mir fällt nicht ein, wie ich da weiterkomme.
Hast du eine Idee? Also ich habe die Mission für Baltram gemacht. Hab den die Sachen da verkauft und ich habe Ragus entkommen lassen. Ach, erzähl mir nicht sowas. Die Stadtwache hat vor kurzem Wir könnten noch mal an der Tür klopfen. Weil der soll ja reingesprungen sein. Das hätte ich dir vorher sagen können. Also mir geht es besser. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Mm. Oder kann das sein, dass das dann erst weitergeht in Kapitel 2? Ach, das will ich doch jetzt mal einfach nachgucken. So. Ah. Okay, hab mich im... Okay. Okay, weiter geht's. Und wo finde ich Cassias? Erzähl mir nicht sowas. Mein Mann sieht das anders. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Erzähl mir nicht sowas. Und der Mensch erschlug das Tier. Das liegt doch auf der Hand. Okay, pennen wir doch mal bis nachts und verfolgen dann mal Castiano. Das soll man nicht für die Diebesgilde machen.
So. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Ich glaube da nicht dran. Meinst du, mir geht das besser? Das war's. Erzähl dir doch nichts Neues. Ich habe was anderes gesagt. Ich hätte das anders gemacht, was ich glauben soll. Okay, dann machen wir mal was anderes. Meinst du, mir geht es besser? So. Schlafen wir bis morgens. Vor dem Tag, an dem das Tier auf das Land zurückkehren würde. Ich kann das nicht mehr hören. Das darfst du keinem erzählen. Das ist kein Geheimnis. Und so bat der Inno. Das hat er wirklich nicht verdient. Ach, erzähl mir nicht sowas. So. Ich glaube da nicht dran. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen hätte. Dann machen wir mal hier die Überfälle von Aquila. Oh, was ist das denn hier? Willkommen zurück. Also ich habe schon fast alles erledigt für die Diebesgilde. Aber mir fehlt dann nur noch eine Kleinigkeit. Und zwar muss ich noch eben den Banditenüberfall die Quest abschließen und Havalon. Wow. Wieso ist hier ein Ork? Schon wieder eins von diesen Biestern. Das ist ja interessant. Gott, oh Gott, oh Gott. Wer rechnet denn auch damit, dass da ein Ork ist? So, das war's mit dir. Hehe. Thank you.
Zuschauer. Nur weil du dich selbst im Spiel siehst, heißt das nicht, dass andere sich auch selbst im Spiel wiederfinden können. Das Knie tut heute ein bisschen mehr weh. Ich weiß jetzt nicht, ob es an der Schiene lag oder dadurch, dass ich heute ein bisschen durch die Gegend gegangen bin. Aber am Mittwoch habe ich den MRT-Termin und nächste Woche Freitag habe ich dann die Besprechung dazu. Und ich habe das vorhin ein wenig gekühlt und warte jetzt, bis es spät abends ist, also wenn ich Feierabend mache, und dann werfe ich mir zum Schlafen nochmal Medikamente ein und packe ein Kühlpad und sowas drauf. Ich habe jetzt aber erstmal keine Schiene an, damit das runtergeht. Dankeschön. Aber die Beweglichkeit ist besser als die letzten Tage. Also ich denke wirklich, das war jetzt einfach so ein Ding von, da ist ein harter Bluterguss drinne. Das einzige Problem... Nein! Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Okay. Was wollte ich denn jetzt erzählen? Okay. Irgendwas wollte ich erzählen. Ja. Ah. Was mir ein bisschen Sorgen macht, da weiß ich nicht, ob es einfach jetzt an dem Bluterguss liegt. Dankeschön. Also an dem Bluterguss liegt oder nicht. Zwischendurch habe ich das Gefühl beim Auftreten, dass das Knie nach innen durchdrückt, also so durchrutscht. Das kann ich nicht. Deswegen weiß ich jetzt nicht, ob das vielleicht einfach am Bluterguss liegt und da zu viel Druck drin ist und das dann einfach seine interne Stabilität nicht halten kann oder nicht. Deswegen, ich weiß nicht. Da mache ich mir so ein bisschen... ja, ich habe nur noch eine Sehne. Aber das ist halt noch nie passiert, dass das immer so gefühlt ist. Also eine das Gefühl habe ich auch, aber ich habe sonst keine Schmerzen. Deswegen, da mache ich mir so ein bisschen Sorgen. Oder halt, dass irgendwelche anderen Bänder durch sind. Aber die Ärztin hat Tests gemacht und sagte, ja, man sieht nichts, aber sie sagt auch, dadurch, dass ich schon seit 10 Jahren nur mit einem Kreuzband durch die Gegend laufe, kann das auch sein, dass meine Muskulatur das vollständig abgefedert hat, sodass man es mit diesem Test gar nicht mehr nachweisen kann. Ach, was, Omas Wegglas aufmachen, Gummi einmal durchschneiden, tackern, fertig. Yo. Naja, irgendwo muss die Sehne ja herkommen. Das heißt, wenn die da drinnen schon unterwegs sind und mir die eine Sehne reparieren, dann können sie auch gleich die andere auch reparieren. Ja,
Da bin ich aber sehr gespannt. Genau. Und da bin ich ganz froh, dass es ganz schnell geht. Und dass ich gestern Nacht war ein bisschen eklig beim Schlafen. Da habe ich wenn nicht sogar noch länger. Aber das Gute ist, ich kann Homeoffice machen. Das heißt, ich bin nicht großartig eingeschränkt. Das ist das einzig Gute dann da dran. Aber sonst, die Bewegung fehlt dann halt. Aber sonst einfach mal gucken. Also ich bin da wirklich gespannt drauf. Ein bisschen nervös, ja, so ein kleines Ding. Aber sonst, oh Gott, mal gucken. Und gestern Abend tat's ein bisschen weh. Da habe ich, glaube ich, das Ibuprofen zu spät genommen. Ich hätte es, denke ich mal, direkt zum Schlafen nehmen sollen und nicht nach 3 Stunden mit so einem leicht wubberndem Knie. Also die Schiene habe ich zur Nacht an. Und Kühlpack drauf und sowas. Also, ja, nur tagsüber tat mir das Bein von der Schiene mehr weh als beim Schlafen. Oh, ich hätte was trinken sollen. Ja, genau. Also ich glaube wirklich, dass das dieser Bluterguss war. Oder ist. Ja. Aber die Schiene hat richtig gut gehalten, um die Schwellung wegzudrücken, sage ich jetzt mal. Es könnte jetzt auch sein, dass die Schwellung dann einfach da ist nicht ins Knie reingegangen ist, was natürlich ein wenig blöd wäre. Ja, also um die Diagnose und das alles mache ich mir keinen Stress, sondern eher, ja doch, das ist die Diagnose. Also, dass da drinnen halt was kaputt ist, darum mache ich mir ein bisschen mehr Sorgen. Aber um die Folgen davon eher weniger. Also das wird schon... Es kann nur besser werden. Genau. Und das Positive ist mit dem... auch ganz gut, dass es einmal richtig gemacht wird. Ja, und halt auch ein großer Vorteil ist,
dass ich bei Fragen direkt auf der Arbeit nachfragen kann und so weiter und mir verschiedene Meinungen von verschiedenen Chirurgen verdammt sehr problemlos anfordern lassen kann. Aber das Gute ist, ich habe mir heute die Röntgenbilder angeguckt und mit meinen anderen Röntgenbildern verglichen. Die knöchernde Struktur hat sich nicht großartig geändert, beziehungsweise gar nicht. Was schon mal, ich weiß nicht, positiv ist. Kommt auf den Chirurgen an, wenn er sonst nur Nutzvieh machen könnte, Notschlachten herauskommen, dann geht's die. Ah, ey. Naja, da laufen genügend rum. Und, ich kann ja einfach auch nochmal den einen anderen Radiologen fragen bezüglich der Befunde. Also das ist mega gut. So. Ja, ich weiß, ich war ja auch schon bei OPs dabei. Das ist ja jetzt nicht so was Unbekanntes für mich, zum Glück. Ja. Also, mal gucken. Das Einzige, das, was ich echt komisch finde, ist, dass mir das aktuell unangenehm der Arbeit gegenüber ist, obwohl es nicht sein sollte, finde ich. Das ist ja interessant. Ja. Er redet einfach zu viel. Das habe ich schon erzählt. Naja, das ist dann jetzt innerhalb eines Jahres zwei große OPs oder so. Also für mich große OPs. Ich habe was an. Ja, sehe ich auch so. Ich glaube, dieser. Was? Lass mal. Okay, ganz ruhig bleiben. Hör zu, du hast gewonnen. Ich habe die Waren von den Banditen weiterverkauft. Aber kein Grund, direkt damit zur Miliz zu gehen, oder? Wir können uns doch ganz bestimmt einigen, oder?
etwas nie erlauben. Dann lass mal dein Angebot hören. Also gut, ich sag dir was. Ich kann dir mehr verkaufen als nur Fischer. Wenn du mir diesen lächerlichen Zettel überlässt und die Sache vergisst, dann werden wir bestimmt gute Handelspartner, hä? Jemand wird dafür büßen müssen. Ich werde mich da nicht einmischen. Okay, einverstanden. Ich denke, wir können diese Sache für uns behalten. Danke. Wenn du mal wieder in der Gegend bist, schau vorbei. Ich habe bestimmt ein paar interessante Sachen für dich. Zeig mir. So, außer dass du nicht mehr im Wald spazieren gehen darfst, danach wegen dem Holzwurm. Oh, gut, dass du das sagst. Also, der Server läuft jetzt schon seit einem Tag und 7 Stunden. Ich war da drinne eingeloggt für 8 Stunden heute und stand da in der Gegend rum. Er ist so konfiguriert, dass er aktiv bleiben soll, auch wenn keine Player online sind. Und es ist ein Safe Game von 165 Stunden. Also eine Auslast von 1,75 Gigabyte Arbeitsspeicher. Also und auch nach den 8 Stunden, wo ich jetzt auf der Arbeit war, hat der Server nicht geruckelt, während ich da rumgelaufen bin oder hat irgendwelche Mucken gemacht. Also ich denke mal schon, dass das in Ordnung ist. Ja, ich konnte halt nur mich selbst testen. Aber als ich da auch mit der... ich habe mich in verschiedene Richtungen mit der Tube geschossen. Und da auf die Serverlast geguckt und da ist auch nichts Großartiges passiert. Ja, das wäre auch so hart enttäuschend, wenn es da kein Server-Update gibt. Und sonst muss ich ein 64 Gigabyte Kit noch kaufen. Ja, das habe ich nämlich auch noch nachgeguckt. Ich habe auch im Diskussionsforum geguckt, da habe ich auch nichts gefunden. Aber ich konnte auch nicht so aktiv gucken. Also im wie heißt es gleich noch? Ich bin da nicht zu tief reingegangen. Zeig mir deine. Aber ich hätte mal in den. Wie heißt es gleich noch? Ins FAQ habe ich auch nicht reingeguckt. Ob da irgendwas drin steht. Hey du! Komm mal rüber, ich hab da was für dich. Hier war so ein Kerl, der unbedingt mit dir quatschen wollte. Aber da du nicht da warst, hat er mir gesagt, ich soll dir was ausrichten. Er will sich mit dir treffen. Hinter Halvors Fischladen.
Diese Information ist umsonst. Aber das ist nur eine Ausnahme. Wie sah der Kerl aus? Das könnte ich dir schon sagen. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Okay. Hinter Halvors Fischladen. Er sollte lieber den Mund halten. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich hab mir das schon gedacht. Der arme Kerl kann einem leid tun. Das will doch keiner wissen. Ich glaube nicht, dass ich daran was kann. Ich weiß gar nicht mehr, wie man. Oh, Attila. Hey. Ah, endlich. Ich habe auf dich gewartet, Fremder. Wer bist du? Und was willst du von mir? Das ist nicht wichtig. Wichtig ist das, was du getan hast. Du hast dich loyal verhalten, auch wenn dir das jetzt nicht bewusst ist. Durch deine Loyalität sind einige Gönner auf dich aufmerksam geworden. Und sie bieten dir eine Chance. Also nutze sie. Hey, sag mir doch einfach, warum du hier bist. Ich habe ein Geschenk für dich. Alles Weitere liegt an dir, Fred. Nice. Ja. Davon gehe ich nämlich auch aus. Also, ich habe sehr, sehr... Ja, da bin ich auch gespannt. Ich gehe aber mal von aus. Aber, ich habe halt positive Erfahrungen mit Satisfactory gemacht und mit Epic. Nach jedem, mit Enshrouded. Nach jedem Update hast du einfach nur den Server einmal neu gestartet und das Update war installiert. Völlig problemlos. Das hat sofort funktioniert. Das Einzige, wo ich halt nicht weiß, ob das wirklich ein großes Ausmaß war. Ich habe die Erfahrung immer nur mit Early Access Titeln gemacht. Noch nie mit, wie heißt das gleich noch, mit den anderen Sachen. Mit wirklichen Release-Titeln. Nö. Also deswegen könnte es da wirklich nochmal interessant werden. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Ein Schaf. Oh, eine Belial-Statue. Gerade Release sollte ja funktionieren. Ja, ich glaube, bei Satisfactory können die sich das nicht leisten, weil so viele Leute zusammenspielen. Und ja, Satisfactory ist eine Aufbausimulation, so im äußersten Sinne. Ich würde sagen, das ist eher ein Factory-Game oder eine Fabrikensimulation. Also es kommt sehr hart an Factorio 3D ran. Also, wenn man das sagen möchte. Aber sonst, ja. Ja. Belia. Ilia. Oh. Nee, ich brauch keine Gold. Aber nichts zu plündern. Ich glaube, das wird richtig nice.
Jagdbogen. Koragon Silber. Ja, ich sehe es auf YouTube, das Video allein schon. Blessings after sex. Ja. Wenn du wirklich durchdrehen willst und wirklich was auf Dauer zum Lachen haben willst und ein stetiger Aufbau des Misthaufen, der in seiner Kolossalität immer bescheuerter und wird, guck dir die Satisfactory-Serie von Let's Game It Out an. Du wirst bescheuert dabei werden. Ich habe erstmal auf beiden Rechnern Status aktualisiert und den Epic Launcher. Ich werde mir das auf Steam ziehen, aus dem einzigen Grund überhaupt, damit ich Achievements bekomme. Die Videos gehen so etwa 20 bis 50 Minuten lang. Es ist, als ob ein Psychopath ein YouTube-Video erstellt hat. Es ist Mayhem. Aber der hat auch noch andere lustige Videos. Also, die ganzen Videos von Greg kann ich nur empfehlen. Also, das ist, ja. Und zu einer hohen Wahrscheinlichkeit hat er zu irgendeinem deiner Lieblingsspiele ein Video, wo er drinne völlig durchdreht. Auf ausdrückliche Anordnung des ehrenwerten Lord Hagens ergeht folgender Erlass. Hey, was machst du hier unten? Du hast hier nichts zu suchen. Also, raus mit der Sprache. Was willst du? Jeder hat sich ab sofort in den Fertigkeiten des Attila hat mir einen Schlüssel gegeben. Deshalb bin ich hier. Also, was wollt ihr von mir? Willst du wohl wissen, was? Immer ruhig bleiben. Geh mal zu Cassia, wirst schon erwartet. Nice. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Oh. Was heißt normalen Mod? Gibt es da Unterschiede? Dankeschön, Frozen. Wünsche ich dir auch und eine gute Nacht und schlaf gut und dann dir hoffentlich morgen einen entspannten Arbeitstag. Und ja, wir spielen morgen dann Satisfactory. Dankeschön. Ramirez. Hast du dich verlaufen? Wenn dir hier was passiert, wird... Hey, du. Wie ich sehe, hast du unser Geschenk bekommen. Ich bin Cassia. Okay, Cassia. Dann erzähl mir mal, warum ich hier bin.
Wir sind auf dich aufmerksam geworden, weil du das Vertrauen einiger Freunde gewonnen hast. Und wir wollen dir eine Chance bieten. Du kannst uns beitreten. Erzähl mir mehr von euch. Die Leute in der Stadt sind ziemlich nervös wegen uns. Aber niemand kennt unser Versteck. Die paar Leute, die überhaupt wissen, dass es die Kanalisation gibt, denken, sie wäre geschlossen und für niemanden zugänglich. Und solange sie uns nicht finden, können wir ungestört arbeiten. So, Zuschauer, kann man denn einen Schwierigkeitsgrad bei Satisfactory einstellen? Ich kann mich gerade bei der Serverherstellung nicht dran erinnern. Was weißt du über die verschwundenen Leute? Warum interessiert dich das? Ich will herausfinden, was mit ihnen passiert ist. Wenn du aus der Kanalisation kommst, schwimm ein Stück weit dort, wirst du deine Was habe ich davon, wenn ich euch beitrete? Du kannst bei uns spezielle Fertigkeiten lernen. Fertigkeiten, die dir ein Leben in Reichtum ermöglichen. Aber ich muss mich da nicht hier unten verstecken, oder? Nein. Du musst dich nur an unsere Regeln halten. Das ist alles. Also, wir werden dann aber trotzdem auf normal, denke ich, spielen. Was sind eure Regeln? Die erste Regel lautet, du verlierst kein Wort über uns. Zu niemandem. Niemals. Zweitens, lass dich nicht erwischen. Drittens, wenn du hier unten deine Waffe ziehst und jemanden angreifst, bringen wir dich um. Und die vierte und letzte Regel ist, wer uns beitritt, muss sich beweisen. Was passiert, wenn ich erwischt werde? Lass dich einfach nicht erwischen, okay? Wie muss ich mich beweisen? Willst du uns nun beitreten oder nicht? Hey. Oh, okay. Jesper ist der Meister der Lautlosigkeit. Ramirez ist ein begnadeter Einbrecher. Und ich? Außerdem werde ich dir helfen, geschickter zu werden. Denn die Geschicklichkeit. Und? Du verpasst eine Ein- und lass dir nicht einfallen und... Ich tu das. Okay. Hey. Okay. Gut. Du bekommst deine Gelegenheit. Kannst du mich... Klar, kein Problem. Wie muss ich mich... Dieser störrische alte Alchemist, aber er braucht ihn gar nicht. Okay. Hey. Immer noch gildenlos sauber. Und auf welchem Schwierigkeitsgrad willst du spielen? Du bist also dabei. Gut, dann... Ach, und noch was. Hier unten bist du nur einer von uns. Kannst... Ich kann dir nichts beibringen. Du musst nur noch Ah. Deswegen kann ich bei denen nichts machen. Ja, das Geile ist. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Du kannst dein Singleplayer-Game. Ja, du kannst dein Singleplayer-Game ohne Probleme hochladen. Also wirklich ohne Probleme. In dem Server-Manager, wenn du eingerichtet hast, dass dein Server, also dass du deinen Server erreichen kannst, kannst du aus dem Spiel heraus das Savegame auf den Server laden und einfach auf Laden drücken, Spiel laden. Und dann startet der Server davon, von dem Savegame. Also die Savegames vom Single und Multiplayer sind zu 100% kompatibel. Was richtig nice ist. Das Einzige, was ich dir jetzt gerade nicht aus dem Kopf sagen kann, ist, ob du... Oh Gott.
wie einfach du das Multiplayer-Safe wieder zurückbringen kannst. Ja, ich hatte jetzt bei meinem Spielstand nochmal reingeguckt und plötzlich sind verschiedene Sachen wieder aktiv. Also die Phasen haben sich wieder aktiviert, obwohl ich die... Da bin ich mir sicher, ich habe immer jede Phase nacheinander abgeschlossen. Also Phase 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Und plötzlich war wieder Phase 1 online. Oder nee, Phase 3 und 4 waren wieder online. Also deswegen... Ja. Aber ja, komplettes neues Spiel. Wegen... Ja, das hatte ich auch schon gemacht. Das Einzige, wo ich mir ein bisschen Sorgen drum mache, ist, Jetzt kannst du was erleben! Versuch das nicht doch mal, Bürschchen! Oh. Ich glaube, ich klaue ihn einfach. Versuch das. Er sollte lieber den Mund halten. Das ist doch kein Geheimnis mehr. An sowas dachte ich auch zum Beispiel. Entweder Festplatten oder dass man die Schnecken dann so bekommt für die Upgrades der Maschinen. Ein paar Dietriche wären hilfreich. Oh, okay. Du bist ein Schläger. Lord André wird... Ja, definitiv. Also da war eher die Idee, wenn wirklich wir irgendwelche Grenzen erreichen oder es in die Richtung von Frustration läuft, dann würde ich dann mit Mods zum Beispiel anfangen. Oh.
Da ich auf der alten Map wirklich überall schon war, war das für mich eine gute Abkürzung. Also ich war noch nicht überall und es wurden auch neue Regionen, glaube ich, hinzugefügt oder umgearbeitet. Deswegen wird das viel Neues für mich sein, wo ich mich schon drauf freue. Und ja, also was wirklich, wo ich sagen würde, habe ich keine Lust mehr drauf, wäre, wenn wir keine Schnecken mehr haben und trotzdem noch upgraden wollen, weil dann der Server besser läuft. Ich habe die Spruchrolle angewendet. Gut. Ja, es hat funktioniert. Ausgezeichnet. Jetzt kann ich meine Zeit nutzen, um dich... Und wenn du willst... Nice. Zeig mir... Das interessiert mich. Schlimm ist noch viel schlimmer. Ich glaube da nicht dran. Ja, das vermute ich nämlich auch. Deswegen würde ich dann auch vielleicht irgendwann zu Mods tendieren. Und das mit dem Ticket-Mod finde ich eigentlich recht geil. Ja. Und ich kann mir gut vorstellen, dass die jetzt bei dem Update einmal alle Festplatten durchtauschen oder sowas. Hey. Ich habe Konstantinos Ring. Herzlichen Glückwunsch. Du hast deine Aufnahme bei uns bestanden. Jetzt nimm diesen Schlüssel. Er öffnet die Tür zum Hotel. Weiterhin sollst du wissen, dass wir ein Erkennungszeichen haben. Ein bestimmtes Kopfnicken. Genau. Wenn du mit den richtigen Leuten sprichst und das Zeichen machst, werden sie wissen, dass du zu uns gehörst. Hast du einen Job für mich? Ja. Es gibt eine Reihe Kelche, die zusammengehören. 6 Stück an der Zahl. Sie wurden einst von König Roba auf einem Feldzug erbeutet. Aber er hat dafür viel. Jeder Kelch allein ist nicht von großem Wert. Aber wenn... Wo sind diese Kelche? Sie sind hier in der Stadt. Die groß... Bringen sie mir. Ich versuche... Was springt für... Entweder die Hälfte vom Gewinn oder du kannst einen besonderen... Die Kelche kann... Okay. Ja, ich bin weiterhin gildenlos. Sieh an, du beherrschst das Zeichen. Ich bin beeindruckt. Wo? Im oberen Viertel. Aber wenn du da oben irgendwo einsteigen willst, wart, die patrouillieren nachts. Einen von ihnen kenne ich. Er ist teuer, aber wenn du ihn einmal bezahlt hast, brauchst du dir um ihn kein... Glaubst du wirklich?
kein Geheimnis mehr. Das ist ja schrecklich. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Als ob ich nicht schon genug Probleme hätte. Er erzählt alles. Worum soll ich mich denn noch alles kümmern? Der arme Kerl kann einem leid tun. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Wer erzählt denn sowas? Wer muss die Arbeit ja machen? Der erzähle ich gar nichts mehr. So. Das darfst du keinem erzählen. Möglich ist das. Das weiß doch inzwischen jeder. Das darfst du keinem erzählen. Wenn ich es nicht mit eigenen Augen gesehen habe. Meine Meinung. Was ist denn schrecklich? Warum soll ich mich denn noch alles kümmern? Das ist doch kein Geheimnis mehr. Man muss eben aufpassen, was man so rumerzählt. Und es wird noch viel schlimmer. Ich glaube da nicht dran. Das hätte doch besser wissen müssen. Das ist mal wieder typisch. Das ist ja schrecklich. Und es wird noch viel schlimmer. So, was für einen Ring haben wir? Was du nicht sagst. Er erzählt alles weiter. Das ist ja interessant. Das ist mal wieder typisch. Ehrlich, ich habe es selbst erlebt. Er erzählt alles weiter. Das ist doch kein Geheimnis mehr. Mich brauchst du das. Sieh mir nicht sowas. Mein Mann sieht das anders. Sieh an. Ich war. Du brauchst mir nichts zu sagen. Ich weiß. Lass dir bloß nicht ab. Wir können es uns nicht leisten. Okay. Der Stadt hat sich aufgrund der drohenden Gefahr eines Ork-Angriffs entsprechend vorzubereiten. So. Jeder hat sich ab sofort in den Fertigkeiten des Kampfes zu üben und sich angemessen zu bewaffnen. Was? Der Teleportstein in der Höhle östlich, der führt zu Taverne zur Totenhab hier. Oh, verdammt. Hey, du! Ich habe nichts anders. Möglich ist alles. Wegen ja? Ich glaube da nicht dran. Ich will die Wasser bisher. Meine kennst du ja schon. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Ich kenne den Händler, der den Banditen die Waffen liefert. Sein Name ist Fernando. Sehr gut. Hat Martin schon die nötigen Schritte eingeleitet, damit er keine Lieferung. Bisher noch nicht. Dann beeil dich und berichte ihn. Ich glaube, ich spreche einmal mit Koragon. Weil ich habe sein Silber. Und hier schlafen wir mal eine Runde. Na, ich wollte nach oben. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Zeig, ich hab da meine eigene Meinung. Sprechen wir doch einfach mal mit Regis. Das hat nicht geklappt.
Ich glaube, dieser Bogen... Mein Bogen? In einem dunklen Loch voll... Ich hoffe, du bist nicht in Schwierigkeiten. Nein. Ich hab... Mhm. Na. Ich kann das nicht glauben. Er hat auf die falschen Leute gehört. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. So, dann ab nach oben. Ich weiß langsam nicht mehr, was ich glauben soll. Von mir erfährt keiner was. Das höre ich zum ersten Mal. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Immer wieder das Gleiche. Wird sich das jemals ändern? Hm. Dann das so nichts sein konnte. Gucken wir mal hier hinten. Ich glaube, das war Karagorn. Lutero. Hey, verschwinde, Bursche. Hast du nichts zu tun? Du hast hier nichts zu suchen. Oh. Ja, ist ja gar nicht so dumm, wie du aussiehst. Willkommen, Reisender. Mein Angebot ist groß und meine Ware günstig. Zack. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Okay. Was ist das denn schon wieder her? Das will doch keiner mehr hören. Davon lass ich lieber. Wo war denn Karagorn? War das hier einer? Ne, Stadtwache. Kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Noch mehr Ärger kann ich nicht gebrauchen. Gucken wir gleich mal auf den Markt. Vorher klar. Das war Matteo. Obwohl, es müsste doch hier, das hier müsste Karagorn sein. Ich hab dein Silber. Tatsächlich. Hier, nimm ein ganz besonderes. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Zeig mal. Er arbeitet auch den ganzen Tag. Auf das ist das Land zerstört. Nice. Er erzählt alles weiter. Aber Inos sah, was geschehen war. Mich brauchst du das nicht zu fragen. Er betrat das Land und er erwählte den Menschen. Das ist ja interessant. Und Inos sprach. Meine Meinung kennst du ja schon. Und der Mensch. Ich habe was anderes gehört. Und Inos verlieh ihm einen Teil seiner göttlichen Macht. Auf das er dem Wirken Er erzählt alles weiter. Dann gucken wir doch mal, ob wir einfach bei Fernando einmal alles leerräumen können. Das sollte ja eigentlich funktionieren. So. War hier nicht eine Truhe?
Oh. Da war die Truhe. Was hattest du denn da drin zu suchen, hä? AMD wäre, würde ich DL Express den Vertrag um die Ohren hauen. Donnerstag. Oh ja. Wem sagst du das? Ich hatte auch schon öfters das Problem. Ich habe am Ende nie mehr was irgendwie über Expressversand oder so verschickt, weil das ganz oft länger gedauert hat, als hättest du es normal über DHL verschickt. Ja, das ist total der Rotz. Trotzdem geht das irgendwie dann schneller. Noch der. Das nennt sich dann Express. Ist klar. Also, das ist richtiger Abfuck. Jetzt kannst du dann noch länger drauf warten als vorher geplant. Oh, in Tschechien? Ja. Vielleicht geht's ja jetzt schnell. Den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Ja, raus mit dir! Na bitte, geht doch. Kluges Kerlchen. Die Miliz hat uns lange genug schickert. Der... Ich werde mich da nicht einmischen. Vielleicht hast du ja Glück. Das will doch keiner wissen. Das ist kein Geheimnis.
Vielleicht kommt es ja heute Nacht um 23 Uhr sonst was dann in Tschechien an. Nee, also eine sehr hohe Wahrscheinlichkeit ist, dass es erst Samstag oder Sonntag da ankommt. Dass die Ärsche gewartet haben, bis 50 Pakete in dem Sammelzentrum angekommen sind und dann haben sie alles zusammen eingeladen und schicken das dann nach Tschechien. Ja, kriegt doch keiner mit. Ne? Und dann hängst du da. Das Schlimmste wäre, wenn das jetzt auch noch verloren gehen würde. Ich hoffe zwar nicht, aber ne, man kennt's ja. Enos. Ja. Enos. Ach, aber hoffen wir einfach auf das Beste, dass es jetzt die nächsten Tage dann da direkt ankommt, die Schachtel aufmachen sehen, CPU ist drinne und dann sofort sagen, gib ihm, wir schicken dir was Neues zu. Ein paar Dietriche wären hilfreich. So.
Aber das würde ich mir von seitens AMD nicht gefallen lassen, wegen Großkundenrabatt und. Ja, auf jeden Fall. Hätte ich auch keine Lust zu. So. Oh. Okay, lassen wir das lieber. Hehe. Nicht so einfach. Alter, sind hier viele Feldräuber. Na, bist du hier? Ich. Dann. Kannst du es ja mal. Na. Nicer. Ach, versuch das ja nicht nochmal. Na, nicht schlagen. Ich gehe auch wieder ab. Nice. Ich kann nicht klagen. Wer ist so ein Typ, der kassiert von jedem Passanten Wegzoll und erzählt, er... ja, ich war... Nicht, dass ich ihm nicht schon tausendmal eingebläut hätte. Aber? Er tut es halt. Mein Vater ist schon sauer auf mich, weil ich es immer noch nicht geschafft habe, ihn wieder... Meinst du wirklich? Also pass auf, wenn du Bronco wieder dazu bringst zu arbeiten, werde ich dir, sagen wir mal, 10 Goldmünzen bitten. Ich, wie du willst.
Vielleicht kann ich dir helfen. Meinst du wirklich? Beeil dich aber. Hey, du. Tatsächlich? Ja. Nice. Hör mal. Ich hab zurzeit kein... Weit. Oh, Keiler. Wow. Wirklich nicht mein Problem. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Das ist doch lange bekannt. Die Aus. Ich werde mich da nicht einmischen. Man weiß gar nicht mehr, wem man noch glauben kann. Keine Ahnung, sag du es mir. Er weiß ja nicht mal. Gut, wenn du zustrebst. Zeig mir, wenn du noch mehr lernen. Von mir erfährt kann. Okay. Zeig mir die Aus. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Meinst du, mir geht es besser? Irgendwann muss das hier so kommen. Das ist doch eine Entscheidung. Ich könnte mir so etwas nicht erlauben. Da kann man sich nicht drauf verlassen. Okay, dann laufen wir doch hier mal lang und da nach rechts. Man hey, weiß gar du. Nicht mehr, wem man noch glauben kann. Ich will über die Gegend kann ich dir nicht viel erzählen. Da fragst du am besten die Bauern. Und was uns Söldner betrifft, wir haben eine ganz einfache Regel. Wer sich durchsetzen kann, der ist dabei. Aber was erzähle ich? Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Ich will mich den... Du? Ich kann... Das ist eine schlimme Sache. Ich vor... Aha! Du willst es nicht... Ein Kampf! Ah!
Ja, gib's ihm! Wehr dich! Nicht schlecht. Nice. Das nächste Mal werden wir ja sehen. Warte mal. Okay, okay, du bist... Ich will mich den Söldnern anschließen. Wer so feste draufhauen kann wie... Meine Stimme zählt zwar nicht viel, weil ich noch nicht lange dabei bin, aber wenn Lee mich fragt... Lee ist der Anführer der Söldner. Stimmt. Hey, jetzt weiß ich auch, woher ich dich kenne. Du bist doch auch in der Kolonie gewesen. Ja. Ja, das war ich. Hab dich nicht mehr gesehen, als der große Knall passierte. Auch eine ganze Weile vorher nicht. Ich hatte andere Probleme. Du hast eine Menge verpasst. Seit wir zusammen im Knast saßen, hat sich einiges verändert. Was ist aus den Söldnern der Kolonie geworden? Nachdem die Barriere weg war, hat uns Lee aus der Kolonie geführt. Er sagte, wenn wir alle zusammenhalten, kann uns nichts passieren. Und er hatte recht. Es hat nicht lange gedauert, bis wir hier ein gemütliches Plätzchen gefunden haben. Der Großbauer bezahlt uns, damit wir die Milizen aus der Stadt verprügeln. Und das hätten die meisten von uns sogar ohne Bezahlung gemacht. Aber Ona füttert uns alle durch. Und wir können hier in Ruhe auf eine gute Gelegenheit warten, von dieser verdammten Insel runterzukommen. Kannst du mir beibringen, besser zu kämpfen? Kann schon sein, dass ich dir... Okay, hier kann ich Akrobatik lernen. Nice. Na, oder? Ja, der andere tanzt gerade den Namen. So kacke, wie der gerade getanzt hat, auf jeden Fall. Also, ich glaube, ich würde aber genauso tanzen. Oh Gott. Jetzt bist du dran. No. Okay, das machen wir später. Oh. Drachenwurz.
Was sind das? Oh. So. Nice. Bauer. Noch ein Bauer. Bauer, Bauer. Hey. Alak. Alles. Noch ein Tagelöhner, der nicht weiß, wohin? Kein. Was machst du? Ich bin nur Schafhirte. Es ist nicht gerade eine Arbeit, bei der ich mich kaputt mache. Aber zuweilen muss man ganz schön aufpassen. Erst recht, wenn man dem Pass zu nahe kommt. Was weißt du über den Pass? Nicht viel. Nur, dass er zum alten Minental führt, das bis vor ein paar Wochen noch von der Barriere umschlossen war. Damals war die monatliche Karawane, die alle möglichen Güter ins Minental brachte, das Einzige, was wir Bauern zu fürchten hatten. Diese Halsabschneider haben uns hier draußen oftmals ganz schön zugesetzt. Wo finde ich den Pass ins alte Minental? In der Nähe der beiden Wasserfälle. Auf der anderen Seite des Weidenplateaus. Was erzählt man sich über das Minental? Alles Mögliche. Nachts wollen einige der Jungs Schreie von dort gehört haben. Manche haben seltsame Lichter über den Bergen gesehen. Aber wenn du mich fragst, sind das alles Ammenmärchen. Warst du schon mal im Minental? Nein, ich bin nur ab und zu in der Nähe des Passes. Ich sehe dann immer diese beiden Paladine da herumstehen und Wache halten. Es sieht so aus, als ob sie darauf aufpassen, dass nichts aus dem Tal mehr herauskommt. Damals war das Minental ein natürliches Gefängnis. Bist du einmal reingegangen, kamst du nicht wieder raus. Erzähl mir mehr über die Paladine. Seit wann stehen sie da? Ich schätze mal 1 bis 2 Wochen. Ganz genau weiß ich das nicht. Vor einiger Zeit ist sogar ein ganzer Trupp von ihnen im Pass verschwunden. Seither habe ich sie nicht wieder gesehen. Ich sehe hier gar keine... Das hast du richtig beobachtet. Das ist sozusagen ein Männerhof. Funktioniert ganz gut, denke ich. Überarbeit. Ich werde mich... Banger. Du bist der Bauer. Könnte man so sagen, doch eigentlich bin ich nur der Pächter. Dem Großbauern gehört das ganze Land hier. Wovon lebt ihr? Hauptsächlich von der Jagd und vom Holz, das wir fällen. Natürlich züchten wir auch Schafe und betreiben Ackerbau. Ich muss ja auch die ganzen Tagelöhner, die ohne mir aufhalst, beschäftigen. Die wenigstens... Ist dir in letzter Zeit etwas Merkwürdiges passiert? Hier passieren eine Menge merkwürdiger Dinge. Aber das Seltsamste ist wohl Pardos rätselhaftes Verschwinden. Er ist einer meiner Feldarbeiter und nicht der Typ, der einfach über Nacht alles hinwirft und sich aus dem Staub macht, verstehst du? Was genau ist an seinem Verschwinden so merkwürdig? Pardos ist ein sehr ängstlicher Kerl und hat sich niemals weiter als bis zu den Grenzen meiner Felder vom Hof entfernt. Er hat schon die Beine in die Hand genommen, wenn ihm eine Fleischschwanze über den Weg gekrabbelt kam. Die Biester sind zwar nicht besonders schön, aber gefährlich sind sie nun wirklich nicht.
Es soll ja Leute geben, die sie essen. Boah, widerlich. Man gewöhnt sich dran. Vielleicht hatte er einfach die Schnauze voll. Die Feldarbeit war sein Ein und Alles. Schwer vorzustellen, dass er jetzt bei einem anderen Bauern arbeitet. Bei mir konnte er machen, was er wollte. Irgendeinen Anhaltspunkt? Ich glaube ja, dass ihn die Banditen verschleppt haben. Die streunen schon seit Tagen hier in der Gegend herum. Einmal habe ich gesehen, wie sie einen Bürger der Stadt in ihr Lager gezerrt haben. Sah so aus, als ob's... Wo ist dieses Lager der Banditen? Am Ende meiner Felder führt eine Treppe hinunter in einen kleinen Tal. Ich würde dort ja gerne nach Pardos suchen. Aber ich werde mich ganz sicher nicht mit den Kerlen anlegen. An deiner Stelle würde ich auch einen großen Bogen darum machen. Die kennen keinen Spaß. Hatten die Banditen, die hier vorbeikamen, Waffen bei sich? Was ist denn das für eine blöde Frage? Was wären das für Banditen, wenn sie keine Waffen hätten? Ich meine richtig viel Waffen, eine Waffenlieferung. Stimmt. Jetzt, wo du es sagst, sie hatten Massen davon bei sich. Einige in Fässern, einige in Taschen oder auf dem Karren, den sie dabei hatten. Du unterhältst Tagelöhner? Die Arbeiter, die Una nicht gebrauchen kann, wirft er von seinem Hof. Was hältst du von Una? Er ist ein gieriger Sack, der uns noch alle an den Galgen bringen wird. Irgendwann kommen die Paladiner aus der Stadt und lassen uns... Aber ich habe keine Wahl. Die Milizen kommen nur hierher, um zu kassieren. Wenn ich mich loyal zur Stadt verhalten würde, könnte ich selber zusehen, wie ich klarkomme. Una schickt zumindest ab und zu mal Söldner, um nach dem Rechten zu sehen. Was hast du gegen die Königstruppen? Liegt doch auf der Hand. Es hat überhaupt keine Verbesserung gebracht, dass die Paladine jetzt in der Stadt sind. Ganz im Gegenteil. Jetzt kommen diese verfluchten Milizen nur noch häufiger auf unser Land und rauben, was das Zeug hält. Und die Paladine machen nichts dagegen. Die einzigen Paladine, die ich je gesehen habe, sind die beiden Wachen vor dem Pass. Okay. Die würden sich keinen Meter da wegbewegen, auch wenn die Miliz uns alle abschlachten würde. Der Pass? Ja, der Pass ins alte Minental bei den Wasserfällen am anderen Ende des Weidenplateaus. Frag mal Malak danach. Er ist die letzte Woche ein paar Mal da gewesen. Balthasar, der Schafhirte, darf nicht auf deine Weide? Ach so, die Geschichte. Ich habe ihm erzählt, Seekopf soll... Wenn ich ehrlich bin, ist das nur Schikane. Ich soll mich... Was? Ich habe Una gesagt... Das hier ist meine Bewährung. Na, großartig. Weißt du, was die... Die Mistkerle kommen bei uns jede Woche einmal vorbei und kassieren. Es trifft sich gut, dass du gerade jetzt kommst. Sie müssten eigentlich... Vermasse! Okay. Sieh mal einer an. So eine Witzfigur. Wer zur Hölle bist du? Ich will da... So, so. Was passiert denn? Dann habt ihr... Du nimmst dein Maul... Ist ja mal voll nervig. Hey, du. Wir sind viele, das ist richtig. Sieh mal, jetzt. So. Was? Du willst verbessern. Lass mich mal überlegen. Entweder du zahlst die. Also. Bist du. Dann. Wollt ihr wohl damit aufhören? Mein Gott. Versucht.
Sieh mal! Dann geht. Ich Idiot. Hier wird nicht gekämpft, klar. Steck die Waffe weg. Kluges Kerlchen. So, versuchen wir es nochmal. Die Waffe weg. Hey, du. Bring ich trainieren. Ich bist du mittlerweile. Wie sieht's? Naja. Und wie steht? Ich werde best. Das hat jeder, solange du nicht vernünftig. Kraft und Gürtel der Kraft. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Ich will. Das ist doch lange bekannt. Das ist wirklich nicht mein Problem. Ich glaube nicht, dass sich daran was ändert. Das war keine große Sache. Das war noch schon vorher klar. Er hat auf die falschen Leute gehört. Man musste es ja so. Bis jetzt noch nicht. Man darf halt nicht alles glauben, was man hört. Das ist eine schlimme Sache. Ich habe mir das schon gedacht. Nicht, dass alles. Keine Ahnung, sag du es mir.
Ich hab was anderes gehört. Dann sprechen wir mit Buster. Mach nochmal eine Verbesserung der Einhandwaffen. Aber dass die Rüstung sofort Schrot geht, ist auch wieder geil, ey. Mir geht es besser. Hey, du. Ich, du? Kann schon sein. Na komm. So ein Kack. Hä? Hatte ich nicht. Ach, erfordert Neustart, okay. Okay, dann starten wir mal eben das Spiel neu.
Geht doch. Ah. Kann man die anlocken? Jetzt bist du dran. Oh, nur ein. Das war. Okay. Das ist wirklich nicht mein Problem. Meine Meinung kennst du ja schon. Meinst du, mir geht es besser? Einige Probleme erledigen sich von selbst. Hat sich das jemals ändert? Meine Meinung kennst du. Wollt ihr wohl damit aufhören? Wenn er das nicht sieht. Das habe ich auch gesagt. Ich hätte was anderes gefunden. Ja,
Glaubst du wirklich? Ich habe was anderes gehört. Meine Meinung kennst du ja schon. Ich habe was anderes gehört. Ich hätte das nicht gemacht. Da kannst du eh nichts dran ändern. Das war doch schon vorher klar. Das gibt doch nur noch mehr Ärger. Ich bin ganz deiner Meinung. Der arme Kerl kann einem leid tun. Glaubst du wirklich daran? Das kann ja nicht ewig so weitergehen. Wenn er das nicht sieht, kann ich ihm auch nicht mehr helfen. Warum erfahre ich das jetzt erst? Wird sich das jemals ändern? Man muss eben aufpassen, dass man so rumerzählt. Mir fehlt noch eine Stärke für 50. Dann könnte ich... sogar noch besser werden. Also eine bessere Waffe auswählen. Ha. Oh, vielleicht mit dem. Okay. Dann hoffen wir mal hier auf den... Enos! Okay, den hatte ich schon gebetet. Verdammt.
Gucken wir einfach mal bei Xadras, ob der hier irgendwas hat. Oh, das kann doch nicht sein, ey. Danke für die Info. Ich will was? Ich will Hand. Was? Warte mal. Zeig mir. Nee. Also, ich will handeln. Was will. Ich kann dir nicht genau sagen, wo dran das liegt. Ich hab die. Nee. Also, ich kann's wirklich nicht sagen. Eigentlich sollte es nicht passieren. Deswegen bin ich auch immer so irritiert. Weil es ja wirklich random kommt, ohne dass ich was tue. Also ich kann hier zwischen den Sachen hin und her switchen. Dann ich passiert nichts. Und hier. Soll ich nochmal zurückgehen und in die Nein, ich denke, damit hast du den Hand. Hier ist er. Ja. Zeig mir deine Ware. Also, ich hab zwei 2K-Bildschirme. Und hey, sonst nichts weiter dran. Deswegen, ja, keine Ahnung. Sucht ihr was? Ich muss weiter. Von mir. Hey. Hey, du bist auch da. Ich sag dir was. Wenn du vorhast, in der Stadt Taschen, die achten ziemlich genau. Mit der einen Hand greifst du nach dem Objekt der Begierde, mit der. Ja, das hätte ich verstanden, aber. Hier macht er nichts. Also jetzt ohne Flachs. Der schaltet nicht um, der ändert hier nichts. Nö. Das läuft ja eigentlich ohne Probleme.
Und es kommt ja wirklich random. Das heißt, ich schalte noch nicht mal irgendwie zwischen dem Game hin und her oder. Sondern der sagt einfach, möp. Wegen, ja. Ich bin gut. Naja. Dann laufen wir einmal zu Konstantin. Gucken mal, ob wir eine Stärke noch irgendwie bekommen. Wer erzählt denn sowas? Ich habe was anderes gehört. In Inox. In seiner Weisheit. Zeig mal. Der hat nix. Sag mir nicht, du hast es nicht gewusst. Hey, du. Zeig. Ich weiß gar nicht, warum er sich so aufregt. Von selbst ist er nicht darauf gekommen. Das ist doch alles nur Gerede. Das habe ich schon immer gesagt. Ehrlich, ich hab's selbst erlebt. Hey, du. Zeig mir. Und das wird noch viel schlimmer. Ich sag dir kein was. Was du nicht sagst. Das ist mal wieder typisch. Das darfst du keinem erzählen. Und es wird noch viel schlimmer. Er erzählt alles weiter. Irgendwer muss die Arbeit ja machen. Das darfst du keinem erzählen. Dann pennen wir mal eine Runde. Und gucken mal hinten da, ob wir da was machen können. Jemals ändern? So. Ich hab mir das schon gedacht. Ah, oh, wir könnten noch bei Ignaz gucken. Boah, 3000 Punkte. So. Ich bin mal gespannt, was der Schalter da auslöst.
Verdammt, was ist los? Was soll das denn werden? Warum schleichst du hier rum? Ah. Was können wir denn bei dem hier kaufen? Ach, frag nicht. Okay. So. Ohne den richtigen Schlüssel kriege ich das nie auf. Schade, schade, schade. Dann machen wir das nicht. Oh. Verdammt. Ja, ich glaube, ich muss auch in die Falle. Dann würde ich mich nämlich jetzt hier auch verabschieden. Ich wünsche dir einen schönen Abend noch und eine gute Nacht. Und ja, dann sehen wir uns morgen in Satisfactory wieder. Frisch ausgeschlafen und ich hoffe, mit bei mir zumindest ein bisschen mehr wachen Zustand. Genau, und an den Rest, ja, ich würde jetzt ins Bett gehen. Wünsche eine gute Nacht. Schlaf gut. Und ja, wir sehen uns dann auf jeden Fall morgen bei Satis. Und ja, dann macht es gut. Gehabt euch wohl. Und dann bis morgen. Tschüss und auf Wiedersehen. Gute Nacht. Bis dann, Antenne. Auf Wiedersehen, bis Brian und danke fürs Dabeisein. Ciao.